wrapped up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Santa's gonna come and join us in this song. Oh, yeah. Thank you.
heute ein bisschen meine Weihnachtsgeschenke zeigen. Einmal vorab will ich sagen, dass ich Weihnachtsgeschenke jetzt nicht in dem Sinne sich wichtig finde, dass sie irgendwas definieren oder irgendwas aussagen. Es geht eigentlich wirklich darum, dass man mit seiner Familie ist, mit den Leuten, die man liebt. Und ich werde das wahrscheinlich in einen Vlog integrieren. Das ist auch eine Sache, die ich mir selber eigentlich kaufen wollte, weil ich das eigentlich mega cool finde. Und wirklich schon seit, glaube ich, 2-3 Jahren am Überlegen bin, mir die zu holen. Ich habe es aber nie gemacht. Und jetzt habe ich die von meiner Mutter bekommen. Und zwar ist es die Foreo Luna Gesichtsbürste. Und die ist deshalb so cool, weil das ist halt eine aus Silikon. Das bedeutet halt, dass gut für empfindliche Haut ist. Und können sich hier keine Bakterien sammeln, weil du kannst halt wie alles, was aus Silikon besteht, kannst du es halt, aber das kann man halt eben heiß abwaschen und dann ist es wieder hygienisch. Tust du da einfach deinen Waschgel drauf und dann kannst du dein Gesicht damit halt sauber machen. Als nächstes habe ich Geld bekommen und so ein Eyeliner, so ein Gel-Eyeliner. Finde ich an sich mega nice. Ich bin unnormal schlecht im Eyeliner ziehen und deswegen ist es eigentlich so eine kleine Challenge, dass ich das versuche herauszufinden, ob ich das hinkriege. Wir gucken einfach, wie es wird. Ich habe noch Geld bekommen, Weihnachtskarten und genau, das ist von meinen Schwestern und die schenken mir dieses Armband. Das ist aber leider noch nicht angekommen, deswegen ist es jetzt provisorisch so. Ich möchte sowieso ein bisschen mehr in guten Schmuck investieren und nicht so Schmuck, der schnell anläuft, also was einfach kein echtes Silber ist. Ich habe halt von meiner sehr guten Freundin habe ich ein Armband bekommen von Pandora mit so einem süßen kleinen Herzchen dran, auch so einem kleinen Stein. Also ich finde es richtig toll, vor allem weil, weiß nicht, es hat eine schöne Bedeutung so und ich finde es super toll. Ich bin richtig dankbar, dass sie mir das geschenkt hat. Ich freue mich mega doll. Dann habe ich von einem guten Freund eine Weihnachtskarte bekommen, die er jedes Jahr selber macht. Also ich glaube, seitdem wir uns kennen, also seit 4 Jahren, bekomme ich jedes Jahr eine Weihnachtskarte. Und die sind so cool, weil er die halt komplett selber gestaltet. Und ich finde es einfach super persönlich. Und dadurch, dass es halt so schon ein bisschen Tradition ist, dass ich eine bekomme, finde ich es einfach mega schön. Und dann von meiner Mom habe ich auch noch dieses Buch hier bekommen. So ein Erinnerungsbuch. Also es muss quasi meine Mutter ausfüllen und dann stehen da solche Sätze oder Fragen drin. Wie zum Beispiel, wann und wo wurdest du geboren? Oder hattest du einen Spitznamen? Was für Erinnerungen hast du an die Zeit, als du klein warst? Und das ist halt so eigentlich mega die süße Idee, weil das halt wirklich, also es ist halt eigentlich schon ein dickes Buch mit vielen Fragen und wenn das ausgefüllt ist, ist es glaube ich eine super tolle Erinnerung. Und ich finde es auch mega schön. Ja, es ist so ein Planner. Eigentlich so ein riesen Dings. Ich weiß, wie heißt sowas? Ich weiß nicht, wie sowas heißt. Habe ich halt so eine Liste bekommen, wo man einfach eben aufschreiben kann von Montag bis Freitag. Nee, von Montag bis Sonntag sind hier die Tage aufgelistet. Und dann kannst du deine Aufgaben, deine Ziele, was du zu tun hast, kannst du einfach aufschreiben. Und ich lege das, glaube ich, als Unterlage auf meinen Schreibtisch. Ups. Und ich finde das mega praktisch und vor allem auch richtig schön. Also es ist von dem Laden, wo meine Mutter arbeitet und ich finde es richtig toll. Dazu muss man sagen, ich hatte dieses Jahr eigentlich echt keine Wünsche. Ich wusste auch nicht, was ich mir wünschen soll, weil irgendwie mittlerweile ist man in so einem Alter, wenn man nicht genau einen Wunsch hat, dann ist es ein bisschen schwierig, finde ich. Und ich wusste, also mit dem Geschenk von meiner Mom hätte ich jetzt wirklich im Leben nicht gerechnet, weil das halt wirklich was ist, was ich irgendwie, ich wollte es mir immer selber kaufen, habe es dann aber nie gemacht und dann habe ich es auch vergessen. Und an sich ist das mega cool. Ich habe noch von, ich glaube es heißt von The Inky List, das ist so eine Hautpflegesache. Da habe ich ein Hyaluronic Acid bekommen und ich glaube noch irgend so eine Feuchtigkeitscreme oder so. Ich bin mir da nicht sicher. Aber es sind halt wirklich so Kleinigkeiten, die ich sehr gut gebrauchen kann heute. Und ich bin auch froh, dass ich Geld bekommen habe, weil ich natürlich, mit Geld kann man halt immer viel machen. Man kann es einfach sparen, man kann sich selber was kaufen, was man sonst gerne hätte. Und ja, ich finde es mega toll. Ich bin sehr dankbar dafür. Und ja, das waren so meine Weihnachtsgeschenke.